Nachschub für den Kampf gegen den Terror. Die irakische Armee verlegt weiter Panzer und Artillerie in die Unruheprovinz Anbar. Das schwere Militärgerät wird rings um die Stadt Fallujah in Stellung gebracht, wo Extremisten aus dem Umfeld von Al-Qaida mehrere Viertel unter ihre Kontrolle gebracht haben. Wir ergreifen diese Maßnahmen wegen der angespannten Lage in der Provinz. Wir wollen verhindern, dass die Gewalt auf Bagdad übergreift. Die Gefahr einer Eskalation ist groß. Fallujah liegt nur eine halbe Autostunde westlich der Hauptstadt Bagdad. Hier haben sunnitische Gotteskrieger eine blutige Offensive gegen die verhasste schiitische Regierung gestartet. Der Kampf ihrer Glaubensgenossen im benachbarten Syrien hatte wie eine Frischzellenkur für die Iraker gewirkt. Beide Extremistengruppen haben das gleiche Ziel und den gleichen Namen: Islamischer Staat im Irak und der Levante. Sie sind brandgefährlich, wie der ägyptische Terrorexperte Nabil Naim berichtet. Er muss es wissen, denn er war selbst ein aktives Mitglied des extremistischen islamischen Dschihad. Al-Qaida kooperiert und koexistiert mit niemandem. Diese Interpretation des Islam ist exklusiv und blutig. Positive Entwicklungen sind nicht vorgesehen. Das ist schon sehr armselig. Zurück in Fallujah, Irak. Hier die Gegner der islamistischen Terroristen. Es sind die starken sunnitischen Stämme. Früher waren sie Saddam Husseins Machtbasis. Unter Lebensgefahr kämpfen sie gegen die Gotteskrieger. Die Regierungstruppen sind ihnen in Fallujah nicht willkommen. Die Armee ist schiitisch, sie sind sunnitisch. Hier brennen sie einen Militär-LKW nieder. Die Regierungstruppen haben den Einmarsch in Fallujah verschoben, offenbar aus Angst vor einem Kampf gegen beide, die Stammeskämpfer aus Fallujah und die Extremisten. Der Irak ist lebensgefährlich, Anschläge sind an der Tagesordnung. Jeder scheint gegen jeden zu kämpfen und die Extremisten sind auf dem Vormarsch. In Washington schrillen die Alarmglocken. Ihr langjähriges Engagement im Irak wollen die Amerikaner nicht schon nach so wenigen Jahren in Frage stellen lassen. Das Pentagon will jetzt, früher als geplant, mehr Hightech-Ausrüstung schicken. Dass diese in geringem Umfang schon bislang eingesetzt wird, belegen diese Bilder. Irakische Regierungshelikopter amerikanischer Herkunft beschießen gestern angeblich terroristische Ziele. Doch ob selbst die neuesten Waffengenerationen den Irak befrieden können, das wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher.